Guten Morgen zu Hause aus meinem russischen Studio in Bryansk. Recht schönen guten Morgen mit Sekt. Das ist doch was. Zunächst erstmal die Morgenstimmung. Wie gesagt, zunächst erstmal die Morgenstimmung in Bryansk. Das erscheint denn hier in meiner Anzeigetafel, wie ich das da so nenne. Und dann wollen wir uns mal mit einem, ich möchte nicht sagen Phänomen, aber auch nicht Erscheinung, sagen wir mal eher mit einer Möglichkeit befassen, die es bei uns zu Hause im Verkehr, im öffentlichen Straßenverkehr, nicht gibt. Ich habe das hier Russland. In mehreren Städten gesehen. Ich habe das zum Beispiel in Peter, also in Leningrad gesehen, in Moskau, auch Smolensk. Hier in Bryansk auch, und da wollen wir uns mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Und zwar sind das die Kleintransporter, so ungefähr 16 Sitzplätze, zwei vorne noch beim Fahrer, dann 18 Sitzplätze. Und die fahren dann genau planmäßig mit dem normalen Busverkehr. Hier in Bryansk ist es noch der U-Busverkehr und aber auch eben normale Autobusse. Ne? Also, das ist ganz hervorragend, dieser Sekt, man kann sich das noch nicht vorstellen. So was Schönes. Hoffentlich marschiere ich dann nachher nicht betrunken durch die Straße. Na, das wäre ja dann was noch. Der Deutsche und betrunken auf der Straße in Russland. Na, stelle man sich doch mal vor, was das wäre. Komm. Ja, also mit diesen Kleintransportern, die dann zwischen den einzelnen Verkehrszeiten des O-Busses und der anderen Autobusse fahren, hier auf den Straßen. Und das ist an für sich gar nicht mal so verkehrt, wie flott und wie schnell das geht mit diesen Dingern. Es wurde aber auch gesagt, in russischen Veröffentlichungen, dass dort sehr viele Unfälle wären, zwar kleinere, aber sehr viele. Ich habe keinen gesehen und vielleicht mussten sich zu der Zeit, als das eingeführt wurde, auch die Fahrer erst richtig einfummeln. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Wir werden da ein paar Möglichkeiten sehen, wie da gefahren wurde. Also das ist nicht knapp. Ne? Also da muss man schon recht munter dabei sein, um da hier durch die Straßen zu fahren. So, und nun laufen hier da auch so einige Aufnahmen pro Halt. Also das ist jeweils die öffentliche Haltestelle, wo die von den Kleintransportern damit genutzt wird. Und es ist auch gezeigt, dass die eben, dass die verschiedenen Richtungen da gefahren werden. Und da steigen dann jeweils so, was ich so beobachtet habe, an Haltestellen so 2, 3, 4 Mann ein oder aus. Das ist ganz normal und dann geht das voran. Der Preis, und das ist sehr feudal, das möge man sich mal in Deutschland ganz deutlich hinter die Ohren schreiben, für eine Fahrt quer durch Bryansk, ganze 25 Rubel, so wie hier angeschrieben.
Ich habe so eine Fahrt mal aufgenommen. Allerdings habe ich da verschiedene Sachen rausgeschnitten, wie eben Haltestellen oder an Fußgängerüberwegen, wo gehalten wurde und so, um das nicht unnötig zu verlängern und so. Das habe ich rausgeschnitten. Ne? Ja. Und auch ganz hervorragend ist mir gelungen, mal zu zeigen, wie viele Fahrzeuge bei den Mengen an Fahrzeugen, die hier in dem Video zu sehen sind, das Z tragen. Das ist ganz verschwindend. Also wirklich war ganz wenig ist das. Und so, nun geht es erstmal weiter. Zwischendurch sind dann mal ein paar Maikäfer fotografiert. Meines Erachtens war dieses Jahr ein recht ordentliches Maikäferjahr. Ist ja bekannt, dass das immer mal schwankt. Und dann auch ein paar Frühlingsbilder. Naja, der Frühling ist nun langsam schon zu Ende. Es geht auch den Ende Mai zu. Und da wird das auch mit dem Maikäfer nicht mehr allzu viel. Und so. Jedenfalls, ich habe da mal ein paar fotografiert. Und was mir aufgefallen ist persönlich, und das hat mir auch sogar gefallen, man sieht das auch in dem Video, wenn die Busse und aber auch diese Kleintransporter angehalten werden sollen, dass man da mitfahren will, hält man den Arm so vor und dann halten die an. Das klappt ganz hervorragend bei den Russen. Selbst auch so eine kleine Schülerin habe ich da mal beobachtet. Sie hielt ihren kleinen Arm vor, ruckzuck hielt der Bus an und sie konnte einsteigen. Also das ist schon ein bisschen was Prächtiges. So, dann sind wir hier in der einen Straße, führte die Linie mit dem Kleintransporter an einer Erfassungsstelle vorbei. Und der Busfahrer sagte mir ganz eindeutig, hier werden die Leute erfasst für den Krieg. Er sagte nicht für die spezielle militärische Operation, nein. Er sagte für den Krieg. Also wenn ich das mal so in Erinnerung rufen darf, was uns da der Ina Ruck vom ZDF aus Moskau erzählt hat, von wegen 15 Jahre bestrafen, wenn einer Krieg sagt, also dann müsste ja ganz Russland schon bestraft sein. Ganz ehrlich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe das bisher nur von einer gehört, alle anderen haben offiziell gesagt Krieg. Und ich kann das auch hier ganz frei sagen. Also da wird nun, deswegen wird nun mein Video nicht gesperrt oder irgendwas oder so, oder missachtet oder so, wie das beim OK wäre. Oder ganz und gar auch bei YouTube Behinderungen auftreten. Das geht dann da so weit, dass dann da einige Blogger, entfernt werden. Ich hatte das ja schon mal gesagt, das Paradebeispiel der Uwe Niemeyer aus Kaliningrad. Ne? Er ist aber jetzt bei Rutube. So, und da hatte ich nun natürlich heute Morgen schon mal einiges zu tun. Es ist ein bisschen schwierig, das auf meinem Smartphone hier zu bringen.
So, da musste ich nun auf meinem Smartphone erstmal kräftig Platz machen, damit ich das Video unterbringen kann. Die gesamte Fahrstrecke, also fast die gesamte Fahrstrecke, von einer Linie habe ich da mal aufgenommen. Der Fahrer war so freundlich, hat auch gleich gesagt, ja, mal rein hier. Und dann, obwohl seine Klimaanlage nicht funktioniert hat und er hatte da zusätzlich noch so einen Ventilator stehen, damit er immer ein bisschen Frischluft hat. Denn das wird nämlich in den Dingern ganz schön warm, und wenn schönes Wetter ist. Und es war bisher auch hier in die letzten Tage nicht gerade kalt gewesen in Bilenz. Also das war schon eine richtige Vorbereitung auf den Sommer. So ein richtiger russischer Sommer, heiß und trocken. Und das wollen wir uns nun mal angucken. Und man beachte da mal dabei, bei dem Fahren, wie gewandt und wie geschickt und wie schnell die Kleinbusse sich in den Verkehr einfügen müssen, wieder nach der Haltestelle, beziehungsweise auch an den Haltestellen, wie oft da die Fahrer sich mit den Bussen die Haltestelle teilen müssen und dann einfahren und ausfahren. Es ist nicht einfach. Also ich kann mir auch vorstellen, dass hier der Dieselverbrauch bei dem stets und ständigen Anfahren, Bremsen, Bremsen, Anfahren, ganz schön hoch sein wird im Stadtverkehr. Das kann ich mir vorstellen. Und dann sind ja auch die Dinger nicht leicht, wenn die Fahrzeuge voll sind. Also ich habe da schon ein voll besetztes Fahrzeug, also wie gesagt, da 16 Plätze plus 2 Plätze vorne neben dem Fahrer. Und aber auch, da stehen immer in den Gängen noch 3, 4, 5, 6 Personen und so. Und da ist das schon ganz schön schwer. Und dann das schnelle Anfahren, ne, da braucht der ganz schön Diesel. Ne? Versteht sich. So, nun lassen wir das mal weiterhin angucken. Wie gesagt, der Preis für die gesamte Strecke, die hier gezeigt wurde, 25 Rubel. Das wären nach unserem Geld, also wenn man so rechnet, dass der Rubel schwankt zwischen 80 und 90 Rubel pro Euro, naja, könnte man dann vielleicht sagen so, ja, was denn nun, 30 Cent? Und liebe Leute, fahrt mal für 30 Cent durch Magdeburg mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Also, ne, will nichts weiter sagen, wie die Preise bei der Straßenbahn sind. In Bochum für die Straßenbahn 3 Euro. Also, was will man bloß mit dem Geld machen? Und hier sind es 25 Rubel. Also nach unserem Geld so ungefähr so, naja, so 30, um die 30 Cent. Wie gesagt, quer durch die Stadt. So, nun gucken wir uns das aber mal an. Und zum Wohl. Thank you.